Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary, WoW BFA mythische Schlüsselsteine. Wenn ihr auch was einschicken wollt, Videolinks mit Infos gespickt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Heute Kolkraas und die Sons sind wieder da. Ne? Neue Season, neues Glück, nicht die Sons of Anarchy, sondern die von Alexstrasza. Ne? Denken sich heute mal zur neuen Season, die gute Hauptstadt der Allianz, bisschen aufräumen. Plus 11 direkt, Gönnung ist da, liebe Leute. Hinten schön mit Ring des Friedens, auch gucke die Wache da oben, ne? Gar keinen Bock gehabt, geaddet zu werden. Ich drehe wieder um, weiße Kämpfen, na, das ist nichts für mich, sonst hätte ich mich PvP angemeldet, weißt du? Affixe, Freunde, haben wir tyrannisch Bossgegner mehr Leben und mehr Schaden, wissen wir in Boralus ganz was Feines, wie auch in beispielsweise Königsruhe. Dann haben wir Raging bzw. wütend. Wenn die Mobs Low Health, also wenig Gesundheit, haben bzw. sind, dann machen die große, große Schadenszahlen. Ja, die machen dann einfach wirklich viel mehr Schaden. Digga, das heißt, die müssen wirklich umfallen. Execute-Fähigkeiten und Co. sind bei sowas immer sehr, sehr gern gesehen. Und wir haben vulkanisch heiß ab und zu, vorrangig unter Castern, wenn sie gerade was Längeres kanalisieren oder so einen schönen Chaosblitz raushämmern wollen, haben wir gerade da hinten im Range-Camp, wenn man es denn so nennen kann, gesehen. Dann kommt Vulkan unter euch und wenn er noch nicht raussteppt, dann macht er richtig fetten Schaden. Den willst du nicht. Den willst du wirklich gar nicht. Und wir haben den neuen Affix im Deutschen schröpfend, ansonsten original. Ja, schröpfend wollte ich sagen. Im Deutschen schröpfend, original. Achtung, Freunde. Schröpfend, ja, mega, man kennt es, das englische Schröpfend. Reaping von Von Zandi himself, der hier auch immer rumsitzt und uns auslacht, ne, und uns diese Herausforderungen gibt. Das Schöne ist, wenn wir verlieren, also den Dungeon nicht in der vorausgesetzten Zeit schaffen, dann können wir mit ihm auch einen Handel eingehen und kriegen einen Buff für mehr Schaden, mehr Heilung, mehr Leben, irgend sowas, ne, werden dann eben gebufft von dem guten Mann. Ja, und natürlich ist das nicht das Einzige, was passiert, denn wir sehen ja schon diese lustigen Geister bei festen Prozenten unserer Trash-Prozente, die wir recht sehr schön in dieser Übersicht von Mythisch Plus verfolgen können, stehen diese Geister auf. Beziehungsweise jetzt stehen die schon, aber die rennen dann los. Die rennen auf uns zu und haben dann zwar nicht mehr ihre Eigenschaften, die sie vorher hatten und pullen auch nichts weiter dazu, wenn sie durch Mobgruppen laufen, die wir versucht haben stehen zu lassen, aber die kommen und haben böse Fähigkeiten. Ne? Todesblitzkasten, die zum Beispiel, wenn sowas durchkommt, erstmal schön 20-25% auf Nacken, ne? Eurer Gesundheit, ja, oder die explodieren und platzen in lustige Voids und all solche Sachen. Der Tank kriegt Stacks und das ist einfach nicht schön. Deswegen, da braucht man vor allem eins, nämlich Positioning, und möglichst um Ecken, ne? So ein bisschen Sideblocken, damit man die schön alle zusammenziehen kann und dann Stunts, AOE, ja, schön I-Beam, Blizzard, Frozen Orb, Kometenhagel und ja, wir haben es letztens mit Demon Hunter und Frostmage gemacht, das war sehr, sehr schön und wir haben es auch gesehen in einem der letzten Replays in Kronsteig zum Beispiel, ja, das heißt, AOE-lastige Gruppen haben mit diesem Affix sicherlich eine Menge Spaß, also man kann zumindest eine Menge Spaß haben, denn es ist zwar nicht ganz unberechenbar, aber manchmal, naja, da ist man sicherlich trotzdem überrascht von dem, was da jetzt von allen Ecken und Kanten auf einen zugerannt kommt, ja, denn sobald ihr diese prozentualen Anteile knackt, egal ob Gruppe tot, egal ob noch Infight oder nicht, dann kommen die, ja, Trommeln in der Tiefe, liebe Leute. Närrischer Tuck, wirf dich das nächste Mal lieber selbst hinein, dann sind wir dich und deinen schröpfenden Affix los, könnte man an dieser Stelle sagen. Freunde, wir haben es eben gesehen, ne, und das ist wirklich böse, auch ohne Verstärkt, denn wir sind auf plus 11, das heißt, die Mobs machen auch so, sowieso gebufferterweise, wir wissen ja, die Belohnungen in Dungeons wurden angehoben, aber natürlich auch wie bei Weltquests, ja, aber wir sind jetzt natürlich in Dungeons und da wurde auch das Leben und der Schaden von Mobs sowieso nach oben ein bisschen gehoben und das Ganze schwierigkeitsmäßig natürlich im neuen Raid und den neuen Item-Leveln und so weiter, damit das auch mithalten kann, ja, damit das angepasst wird. Und dementsprechend können ja auch solche, ja, Slash-Effekte nach vorne, nenne ich sie mal, wie wir sie auch in Freihafen haben, ja, das kann natürlich kurz mal gerade bei den Melees so das ein oder andere Licht ausknipsen. Dementsprechend nähern wir uns den 20% und das dürfte die erste Marke sein, wo der schröpfende Affix greift und jetzt wird es eventuell unangenehm, wenn wir uns vorstellen, dass sie diese Gruppe da bekämpfen, jetzt sie keinen richtigen Zeitblock haben, gleich eine Menge Caster auf sie zugerannt auch kommen, dann könnte das sehr unangenehm werden. Es ist allerdings auch so, dass das vielleicht gar nicht passieren muss, denn die Geister orientieren sich in ihrer, naja, Geisterhaftigkeit, orientieren die sich an dem, was sie vorher waren. Er rennt schon mal zurück, versucht ihr dann so ein bisschen genau, die so zu ziehen, dass sie hier nicht großes Gewusel haben, noch was auf den Heiler springen. Oh, dieser Mob da gefällt mir aber gar nicht, der da wegrennt. Und er sollte vielleicht ein Hexer noch mal ein bisschen nachsetzen, jawohl. Einwandfrei, Ring des Friedens, sehr gut reagiert. Wir sehen, jetzt fängt es hier an, langsam dunkel zu werden. Sie kommen auf einen zu, denn wenn du ganz viele Melees umhaust, dann bleiben das auch Melee-Mobs, ja, die diese Tank-Debuffs verursachen und so weiter. Wir sehen da noch eine Void mit dazu und guckt euch an, was ist das hier für ein Riesengewusel. Jetzt muss er aufpassen. Jawohl, Blutschadensgriff schön zurückgezogen. Da kommen die letzten von ganz vorne, die erste Gruppe, die sie umgehauen haben. Das war jetzt auch aus dem AOE-Potenzial, was sie haben und aus dem Schattenfuhr, der jetzt hier AOE-mäßig gestunt hat vom Hexer, den er auch casten muss, ja, kein Spontanzauber mehr.
mehr, ich glaube seit Legion schon nicht mehr, dass er da natürlich auch nicht alles rauszieht, ja, dass er das so koordiniert, dass er die Voids natürlich nicht taket, eventuell mit einer antimagischen schönen Soaken kann oder mit einem anderen HCD, aber dass die Mobs trotzdem auch den AOE abbekommen, denn die willst du auch nicht unbedingt sehr lange fighten. Wir sehen das da rechts, sie haben jetzt einen Heiler dabei, der zum Glück dispellen kann, aber es gibt auch Situationen, da hast du einen, der das nicht kann, ja, und dann fällst du ganz schnell mal um, ja, Magic-Effekt, dispellen, gar keinen Bock drauf, auf Wiedersehen ohne antimagische, ja, da hast du dann gar keinen Bock drauf, kannst versuchen zu kiten, kannst stunnen und so weiter und dann läuft das. Wir hatten jetzt hier eine Situation natürlich, wo es auch ohne großes Sideblocken, also das Blocken der Sicht des gegnerischen Mobs, ja, des Gegners einfach, ging, sodass sie dann rangelaufen kommen, wenn man es tut, logischerweise, um dann um die Ecke weiter zu casten, ja. Denn Melee-Mobs bleiben Melee-Mobs, ja, und Fernkämpfer-Mobs, die werden dann eben zu diesen Todesblitz-castenden Range-Hinies und so weiter, also die Spezifikation der Mobs, die bleibt im Grunde erhalten, ja, im Grunde bleibt die erhalten. Trotzdem sauber gespielt, ja, überhaupt kein Problem, natürlich Hexer dabei, Decay dabei, ja, da sind BRs auch mit einem Stizzle-Freund, das ist überhaupt kein Problem. Insofern natürlich immer ein bisschen Sicherheit auch noch, ne, Gesundheitssteine und so weiter, alles eingeplant hier von unserer Gruppe. Und guck, der gute Kolkras da unten rechts, was er hat neben dem Gesu, ne? Einwandfrei, das sind doch hier noch die guten Prolonged Power Pots, oder? Fläschchen, Trank der verlängerten Macht aus Legion noch, ne? Alle Werte erhöht, schön, spiele ich auch noch mit, tatsächlich. Natürlich auch, weil es da nicht so in der Kasse klingelt, wenn man vom Raid einkauft, ne? Wer hat das gesagt, um Gottes Willen? Sondern die sind auch echt noch not bad, ja? Die sind echt not bad. Und hier muss man auch aufpassen, die Vorhut, ne? Die machen schön so einen Slash auch nach vorne. Zwar nicht mit mega viel Damage, aber der Stunt, ne? Wenn man davon mehrere hat oder den mal ungünstig in die Gruppe lenkt oder in einen rein, der hier den Boss gerade kitet, den man da durch die Kanonenkugeln bzw. Bomben hier ziehen sollte, dann kann das schnell böse enden. Da sehen wir es jetzt. Oh, 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 der Hexer muss da aufpassen. Ja, so schnell. Und jetzt noch ein Vulkan drunter. Fuck is life. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen, Freunde? Darum obacht hier. Das war ja das Beispiel für die dümmstmögliche Situation. Nicht mal jetzt irgendwie unseren Hexer dissend gemeint, den es jetzt da trotzdem zerrissen hat, weil der Boss mit Tyrannisch an ihn rankam. Zack, One-Hit, Junge. Habt ihr das gesehen, wie der arme Mann hier durch die Gegend fliegt? Der wird so kotzen, ne? Der wird so kotzen, Alter. Gerade so eine doofe Situation. Dann kommt der Boss noch an ihn ran, der ja auch immer schneller wird. Dazu die Vulkane. Da hast du so schon keine Zeit, mal stehen zu bleiben, Cast zu setzen. Und dann jetzt hier mal versucht, wenigstens Kataklysmus mit rein oder so. Was hat er da jetzt gecastet? Versucht da so ein bisschen wenigstens Schaden zu verursachen. Meine Güte. Das tut weh. Das tat richtig weh beim Zusehen. Ich spüre das Leid dieses guten Mannes, der versucht hat, mit Positioning und Co. noch ein bisschen Tank zu unterstützen, ein bisschen die Ads mit ein paar Dots wenigstens zu versehen und sonst was. Und dann so ein Ding, weißt du? Dann so ein Ding. Sie haben auch Glück, wenn wir ins Recount auch schauen, ins Schadensmeter, dann haben sie auch einen Schurken dabei, melee-mäßig, ne? Wir waren hier letztens drin, ich glaube, auf plus 6 mit einer Caster-Lastien-Gruppe. Da hast du hier keinen Spaß. Da hast du gar keinen Spaß. Wenn er dann vorstellt, noch vulkanisch, der Boss darf dich nicht erreichen, du kommst nicht zum Casten. Dann hier die Ads, wo du gucken musst, wie die stehen. Der Tank muss sie versuchen, natürlich aus der Gruppe rauszudrehen. Ist auch gar nicht manchmal so einfach, dann muss er den Stun vielleicht selber am besten nehmen, bevor die ganze Gruppe gestunt ist, auseinandergenommen wird vom Boss oder von Vulkan oder Bomben. Junge. Ja, das kann wehtun. Freunde, dieser Dungeon kann wirklich sehr, sehr wehtun. Ja, was auch eine Möglichkeit ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt auf plus 11 eine legitime Möglichkeit ist, aber es ist tatsächlich auch möglich, in diese Bomben reinzurennen und die als Spieler auszulösen. Ja, wenn man den Schaden taken kann. Wenn die nämlich so hoch gehen, dann machen die Gruppenschaden. Ich bin der Meinung, ja, durchs Tor werden die anscheinend nicht getriggert. Wenn du als Spieler reinrennst, dann takest du den Schaden alleine, ja, wie der Boss auch. Insofern, das ist noch möglich, um Gruppenschaden zu vermeiden. Wir sehen das jetzt, wenn die jetzt nämlich hochgeht, das wird eine ganz knappe Kiste. Kommt der da noch rein? Junge, was macht ihr denn hier mit mir? Alter, diese Runde hier, Freunde, diese Truppe, meine Güte. Und man muss es sagen, und ich kenne viele Leute, die das ähnlich sehen wie ich, deswegen sage ich es auch, der erste Boss ist hier wirklich ganz, ganz böse. Der letzte auch, dazwischen, da kann es gehen, ja, wenn alle mitmachen, dann kann das gehen, aber der erste, Digga, da kann, wir haben das gesehen, da kann so viel Blödes einfach passieren, ja, das ist nicht feierlich. Hier, die Mobs werden auch gerne zurückgezogen, gerne auch noch ein Stück weiter, weil diese Pferde, Leute, ihr erinnert euch an Mad Moments, da sah Alor, wer selber drin war, ne, Pferdetrash, der wird gern vermieden, von unseren Suns hier natürlich nicht, die denken sich, Pferdetrash, Bruder, wird umgehauen, kein Problem, oder? Gebe ich mir gar keinen Fick drauf hier, aber der wird gern vermieden, dann macht man hier diese kleine Gruppe und geht dann rechts außen rum einfach, das geht auch, da hat man ein paar leichte Gruppen, kann man tun, vielleicht machen sie das auch nachträglich für die Prozente, ja, das kann man natürlich auch immer machen, da muss man in Buralos auch dolle aufpassen, dass man sich da nicht verschätzt, wenn man jetzt ohne Addon und Berechnung oder Mathe-Genie in der Gruppe spielt, der das nebenbei irgendwie auf 300 Rechenschiebern berechnet hat, ja, dann kann das sehr blöd laufen, auch dieser Mob wird gern umgangen, denn wenn der seinen Wirbel macht, gut, das sollte ihnen jetzt egal sein, sie haben nicht so viele Melees dabei, oder die Caster können weiterhelfen.
hämmern, aber da sollte man eben wirklich von weg, weil das macht so schon mega Schaden und dann plus 11, ne? Und dann vielleicht noch verstärkt oder so. Junge, das willst du wirklich überhaupt nicht. Ja, Arzeritwirbel vorne, wissen wir, Arzeritverstärkung, ja, das möchtest du wirklich auf keinen Fall haben. Kleiner Funfact, by the way, zum ersten Boss, und das finde ich sehr, sehr schön, denn es gibt ja diesen Dungeon auf Ali und auf Hordenseil. Ne? Logischerweise verfolgt man auf beiden dann andere Ziele. Und das ist auch beim ersten Boss so. Da ist auf Ali-Seite, ist das natürlich dieselbe Mechanik, aber ist das tatsächlich dieser Piraten-Oger, der auf Hordenseite von diesem Leutnant, von diesem General, den wir im Folgenden dann bekämpfen, umgeholzt wird. Auf Ali-Seite ist umgekehrt. Ne? Da steht der Oger da und exekutiert quasi diesen Kultiraner-Typen, den wir hier jetzt als Boss umgehauen haben. Finde ich ganz interessant, war mir so auch noch nicht bewusst, aber im Rahmen des letzten, naja, Ali-Kampagnen-Aufzeichnungsversuches musste man ja auch 700 Mal Tolagor, Schrein des Sturms und sonst was rennen und natürlich auch Moralos. Und da habe ich das auch gesehen, da habe ich mir, wait, irgendwas ist hier anders. Du kennst diesen Boss, du hast diesen Boss. Ja, du würdest schon gern die Mutter dieses Bosses beleidigen, aber Mutter, die ist natürlich in M+ ein klares No-Go, das wissen wir, Freunde. Wie auch den schröpfenden Affix zu ignorieren. Deswegen werden sie jetzt schauen, dass sie hier so ein bisschen, ne, das Ganze zusammenpolen und guckt euch das an. Genau, sie versuchen jetzt hier so ein bisschen um die Ecke zu laufen, dass sie da jetzt nicht so einen riesigen Massenauflauf Love Parade-mäßig in diesem engen Gang verursachen, wo dann Todesblitz um Todesblitz gecastet wird. Er heißt Gruffblitz. Ah, Freunde, es ist der Gruffblitz. Ach, gucke, neuer Affix, ne? Muss ich der Boy auch erstmal dran gewöhnen mit allen Feinheiten und so weiter. Ach man, meine Güte, Rainer. Oder war gar nicht so schwer hier, diese Geister umzuhalten. Und selbst der Monk da, guck mal, schön, immer wieder, Junge, was ist ein Global Cooldown, oder? Jadetritt hier. Der Kranichtritt ist es. Jadetritt und Todesblitz. Oder er kennt wieder keine Fähigkeiten, der Typ, Mann. Unglaublich. Weiter geht's und auch hier muss man aufpassen, am besten Pally irgendwie Hand des Schutzes durchreiten oder so. Oder wenn der Tank eben gar keinen Fick zu geben hat oder schön rein hier, denn das kann auch schmettern vorne. Wenn ihr hier nicht aufpasst, gefährlich. Und wichtig, der Große hier, der Große, dieser extra Aschenwind, sonst was Hauptmann hier, ihr seht das, der setzt diese Voids regnen. Der visiert uns hier an mit einem schönen Pfeil, sehen wir da beim Schurken, und auf den fliegen dann diese Voids. Diese Voids, wie unsere Gruppe jetzt hier auch wunderbar, einfach in die Ads lenken. Ja? So ein bisschen im Melee-Bereich freimachen, ein bisschen auf Damage kurz verzichten. Ja, das kann wehtun, das wissen wir. Oder in Stehen bleiben, sterben, Rep-Kosten-Farm immer gern gesehen. Bonustode in M+, oder richtig geile Sache, das lieben einfach alle. Und dann eben diese Fähigkeit nutzen, um die eigenen Ads des Gegners so zu sehen, damit zu zerlegen. Ja, einwandfrei muss man als Tank natürlich nur gucken, wie man moved. Und natürlich darf auch dann dieser Offizier, dieser Hauptmann, nicht binnen 3 Sekunden umfallen. Aber das sollte auch nicht passieren, denn der gute Mann hat eigentlich genug Leben, um auszuhalten. Wichtig bei den Pferden, by the way, auch haben wir jetzt auch schon gesehen, trampeln, ja, die verstärken andere Mobs und so weiter. Also aufpassen, wo die hingucken, aufpassen, wie der Tank steht. Das macht wirklich richtig bösen Schaden und kickt, glaube ich, auch noch zurück im Idealfall. Also im Idealfall für die Gegner. Fliegt er dann noch in die nächste Mobgruppe und so weiter und so fort. Das ist alles wirklich vor allem eins, nämlich absolut gar nicht schön. Ja, absolut gar nicht schön, liebe Leute. Ich bin auch nie ein Pferdefreund gewesen. Ich bin und war nie ein Pferdefreund. Und deswegen müssen die leiden. Ja? Und deswegen muss ich ja vorstellen, ich war kein Freund davon. Ja, ich war einfach kein Freund davon. Und dann geben die mir Mobs, die mich töten und meine Gegner verstärken. Liebe Leute, da ist Endstation. Oh, und apropos Endstation. Wunderbar zieht man die Mobs hier wie die ganze Zeit mit Zeitblock. Ja, wer mit Zeitblock nichts anfangen konnte, das wird sich durch dieses Commentary sicherlich ziehen wie ein roter Faden. Das ist, wie wir es hier gesehen haben, ne? Pullen um die Ecke stellen, die Mobs können nicht durch die Wandkasten kommen rum. Habe ich vorhin schon angeschnitten, jetzt vielleicht nochmal so die sauberere Erklärung. Breitseiter kann man, glaube ich, auch rausgehen. Jawohl, das mal auf fetten Schaden werden wir auch im Bosse in die Fähigkeit, wenn ich mich nicht irre. Und da spawnen einfach die Vulkane vom vulkanischen Affix unter. Eben müssen sie rausgehen. Ganz traurig. Oh, jetzt Breitseite in die Gruppe. Müssen sie wirklich schauen. Ja, Feuer einfach umgehauen, oder? Ich könnte jetzt moven oder den Mob einfach niederkritten mit 70 Millionen DPS und die Hexe so, ja, Digga, mach ich das, oder? Mach ich einfach das, kein Problem. Ja, wir haben bis jetzt vom schröpfenden Affix einiges gesehen und sagen wir es mal so, sah jetzt nicht bedrohlich aus. Das kann natürlich vor allem dann dir das Genick brechen, wenn dich ein bisschen verkalkuliert hast, bist noch Infight, vielleicht ist auch mal einer gestorben. Und das ist eben so ein Affix und das ist natürlich typisch von Samdi auch, ne? Wenn du schon am Arsch bist, dann lässt er dich auch wirklich spüren, ne? Und sorgt dafür, dass du da auch nicht mehr rauskommst. Wenn wir uns also vorstellen, dass sie da jetzt noch so ein Pferd hätten, was die anderen Mobs auch verstärken kann. Wenn wir uns vorstellen, dass sie eben einen Toten haben zu beklagen, ja, wie beim ersten Boss zum Beispiel. Und dann kommt dieser Affix, dann fehlt AOE, dann ist das endlos lange, dann wird der Tank immer weiter zugesteckt, keine CDs mehr. Uff. Ja, also das ist ein Affix, finde ich, im Gegensatz von Gahun, der wirklich aufgebauschterweise aufeinander auf negativen Situationen immer weiter hochstackt bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter, ja. Bonsam, die Leiter.
Night hier oder so confirmed, was da los, Actionfigur incoming. Und wir sind beim nächsten Boss, beim zweiten. Ich will mal dritter sein, ist erst der zweite, ne? Und die ist natürlich movementlastig, da muss man aufpassen, gerade auf Tyrannisch, dass man hier eine Position bezieht, mit der man quasi leben kann. Und dann kommen die Ads, wissen wir, ne? Den Großen mit der Kanone im Auge behalten, zwecks auch Movement und Splash-Effekten, dann hier mit der Kanone schön aufs Schiff, dann kommt die wieder runter. Die gute Dame sollte man mit Slow-Effekten belegen, wie zum Beispiel vom Frostblitz, vom Herzstoß, ja, auch unser DK sehen wir da, kann das natürlich machen. Herzstoß macht nicht nur schön AOE und Runen macht Generation oder Regeneration, sondern natürlich auch einen Slow-Effekt drauf. Und wenn die nicht geslowt sein sollte, dann springt die immer wieder weg. Mega, mega nervig, Bruder. Hier wird draußen schon wieder gebaut, ne? Meine Güte, eben erstmal umgedreht. So geht's natürlich nicht, oder? Da wird hier angefangen zu bauen, vorne. Das ist gar keine Art und Weise, ne? Deutschland hat auch eh kein Geld mehr. Erstmal vielleicht Schulen ausbauen, oder? Statt den nächsten Wohnblock, Junge. Ja, geil, oder? Mehr Wohnungen für Rentner. Ach schön, oder Kapitäne, ne, die gute Dame, ne, wir töten die ja. Ich wollte gerade sagen, die gute Dame braucht ja auch einen Haushalt, ne, ich mecker hier schon wieder über Wohnungsausbau, weißt du, und was passiert? Kann sowieso keiner mehr bezahlen, so eine Miete für eine Einraumwohnung und hier die arme Kapitänin geschunden von der Horde, aber ne, wir hauen die einfach um, ne. Nichts mit Überbevölkerung in Kultiras, Freunde, nichts mit Wohnungsbau und Schulsystem, ah, wird einfach umgebracht, ja. Einwandfrei, guck mal, auch eine Art Lösung, ja, ist auch eine Art Lösung, nicht die ich bevorzugen würde, aber wenn wir jetzt Full Horde gehen, oder, gar kein Problem. So, Kanone einmal gut gelaunterweise in die Fresse, ne, wir sehen, die muss auch nicht punktgenau einen Header verteilen, ne, ist kein Fortnite hier, insofern, sonst wären wir wieder beim Bauen, ja, Freunde hier wieder, aber hallo, die Ebenen, die wir hier in diesem Commentary wieder abdecken, oder, völlig krank, deswegen habe ich gleich mal ein paar Vokale aus dem Wort Commentary eben verschluckt vor Aufregung. Schadensmäßig sieht das alles ganz sauber aus. Ja, auch der Schorke da einwandfrei, guck mal, wieder rein pinöppelt da mit seinen kleinen Waffen. Oder Pieks auf Nacken, Junge, und Krit in die Fresse. Ja, kurz mal Pieks in deine Augen, Junge. Insofern kein Problem für unseren Blutelfen. Der, by the way, und ich finde es eigentlich untypisch, aber ja, beim Blutelfen immer noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Der trägt die Traditionsrüstung der Syndurai. Ja, also unsere volksspezifische Rüstung für die Blutelfen, die wir in einer sehr schönen Questreihe, die auch auf meinem Kanal zu finden, kommentierterweise ist, ne? Und das ist eben diese Volksrüstung, die eigentlich sehr magiermäßig angehaucht ist. Ja, sehr nobel, sehr mage-lastig, wie auch die der Nachtgeborenen, wie ich finde, wenn auch nicht so extrem. Deswegen schön, das mal am Schurken zu sehen und in Bewegung. Und ich finde, es sieht, gut, man sieht jetzt auch nicht so viel von ihm. Ist ja ein Schurke, ne? Ist ein guter Schurke, sieht man logischerweise nicht viel von ihm. Und trotzdem, finde ich, sieht jetzt nicht geisteskrank aus. Ne? Nicht völlig lächerlich oder so, was man ja meinen könnte. Ne? So ein Schurke mit Robe und so. Wir haben auch eine Option, eben eine Robenfunktion auszumachen, ne? Dass man nur so eine Brustrüstung, eine schwarze Hose trägt zum Beispiel. Aber ich finde, das kann sich sehen lassen, ja. Kann sich sehen lassen. Rechts lässt sich auch Bon Samdi sehen. Hallöchen, ne? Mit seinem Augapfel, der da baumelt, Freunde. Augapfel. Alte Götter confirmed. Oder? Wir wissen genauso Bescheid. Und hier finde ich ja pornös, Freunde. Ich fasse es nicht, dass ich so ein Wort mal wieder benutze, glaube ich, letztes Mal in der 8. Klasse. Finde ich ja wunderbar, wie die Kollegen hier durchreiten. Ja, das ist ein Traum. Und jetzt kommen wir zu einer Passage, die alles ist, aber kein Traum. Wir sehen das hier, ne? Die Range von diesem Schmetterschlag ist sehr böse. Das in Kombination mit dem Raussteppen aus einem Vulkan, das in Kombination mit diesem erschreckenden Brüllen, was zum Glück genervt wurde, musste man früher auch Sideblocken, sonst wurdest du gefiert. Mittlerweile eine größere Void, aus der man rauslaufen kann, aber besser, als dass die ganze Gruppe rausmoven muss. Dazu dieser Schmetterhieb und dazu diese Affen. Wir haben das gerade gesehen, vielleicht im Hintergrund, wenn ihr darauf geachtet habt, diese leuchtenden Voids, ne? Diese kleinen hellen Wirbel auf dem Boden, als wären wir wieder Grabmal bei der Maid und alle würden mit grün in gelb laufen, ja. Und wenn ihr da reinrennt, das sind Bananen, die stunnen euch, ihr rutscht aus. Und das passiert mir so oft, im Mili-Bereich sieht man das so, so schlecht, finde ich. Ja, und das passiert ganz schnell, dann der Vier dazu, dann Vulkan dazu, dann der Schmetterhieb. Also so viel steht dann die Murloc kurz, ihr habt ihr das gesehen, mal kurz getaked ohne Antimagische. Aber hallo, Freunde, Obacht ist geboten. Und wir sehen, wir haben die 60%, das heißt, die Geister kommen auch direkt wieder. Ja, und dass das unangenehm wird, Freunde, das muss ich, glaube ich, keinem erzählen. In dieser etwas kleineren Passage wieder kommt jetzt eine ganze Menge angerannt, der große Ettin mit dazu. Da müssen wir schauen, dass jetzt vielleicht schon mal große Teile beseitigen, denn ich denke, jawohl, da kommt noch einiges mehr angerannt. Auch Kasa hat Kolkras aber schon im Blick, jawohl, und jetzt schön zusammengezogen. Ja, einwandfrei, überhaupt kein Problem für unsere Gruppe. Unser Monk wieder sehr nervösen Finger am Jadetritt, muss aber auch aufpassen. Ich bin immer bei Jadetritt, warum? Weil es so grün ist, ne? Wieder zu viel Hearthstone gespielt hier mit Jadekrieger und Jadeblitz und was nicht alles für Gedöns. Da die neuen Animationen ja auch von den Untoten, von den Geißeleffekten, ne? Gucke da die Hände, Junge, zack, einwandfrei, schön den Facepalm in den Boden, weißt du? Das ist gar keine neue Geißel-Animation, das Azeroth, die Facepalm, weißt du? Deswegen so schön einmal ausgeholt und dann zack, schön auf die Erde. Einwandfreie Sache. So, jetzt haben wir doch Saurok vorne. Was machen Saurok? Neben ekelhaften Cars und irgendwelchen Frostschlägen, die AOE in eine Gruppe gehen und so. Dazu diese Bananen zum Ausrutschen. Sehen wir mal eine irgendwo eigentlich liegen. Ich sehe die nicht mal im Replay, weißt du? Selbst wenn ich mich kontrolliere, sehe ich die Kackdinger nicht. Unglaublich, Alter. Und wenn du gesandt bist, ausrutscht als Tank, kannst du auch nicht blocken und so, ne? Richtig tolle Sache. Oder sollte er jetzt eventuell einen Movement-CD anwerfen? Wollte ich sagen, Antimagische und gib ihm. Oder rennt er auch durch die Vulkane. Kein Problem, halt die Mobs. Bisschen hinten. Saurok, Freunde, war ich. Frostschläge, ne? Kotze, Wasserblitze und
Heilungen. Ja, ganz, ganz tolle Geschichte. Egal ob Freihafen, ob Uralos, sind ja irgendwo auch dieselben Piraten. Ne? Wissen wir ja seit der Ali-Kampagne. Das ist einfach alles nicht geil. So, sehen wir jetzt irgendwo Bananen liegen. Wir sehen diese gelben Wirbel. Da liegen welche. Gucke da auf dem Bordstein, Junge, auf dem Bordstein. Ne? Als wäre es nicht schlimm genug, legt er die auch noch auf den Bordstein, Junge. Da kommt die Omi gerade zu hoch mit ihrem Krückstock, weißt du? Unsere Kapitänin von vorhin freut sich auch, Mensch, im Osten bauen sie wieder Wohnungen den ganzen Tag, oder? Da nehme ich aber mal eine, gucke ich mir an. Will mit ihrem Gehstock, weil wir ihr das Bein abgetrennt haben mit einem gut gelaunten Todesstoß, weißt du? Wir sind schön, Bordstein hoch, liegt eine Banane, zack, rip. Es ist nicht toll, weil es ist ein Schmetterschlag drüber. Random Add in Spawn, sag. Freunde, die Rentner, sie haben es nicht leicht. Freunde, die Rentner, sie haben es auch nicht leicht. Vor allem nicht mit mir. Aber das wäre auch langweilig, wenn, oder? Nächster Add-in dazu, jawohl. Und das war früher wirklich richtig. Also, es hat mich einfach nur abgefuckt, Leute. Muss ich euch so sagen, wie es ist, diese Add-ins. Ich meine, du hast hier Möglichkeit, so ein 4 auch wieder, da sind wir, Side zu blocken. Ja, und das war wirklich, hatte ja keine Range oder so. Du musstest wirklich aus der Sichtweite, so wie unsere Gruppe das für die Mobs macht, wenn sie rankommen, ja. Und ansonsten wurdest du einfach gefeiert. Und wenn wir uns umgucken, auch da geradezu, du hast hier genug Potenzial, dass so ein 4 auch die Gruppe mit dem Zusatzpuls wipen kann. Ja? Und das war so nervig. Du musstest hinter Bäume, hinter irgendwelche Kanten und dann kamst du manchmal auch nicht über den Zaun gesprungen da und so, hingst dann an den dümmsten Momenten fest, noch vulkanische Affix unter dir und das war einfach nur kacke. Ich finde das mit der Vault jetzt viel, viel besser, ja, viel, viel einfacher auch, zumindest in den meisten Fällen, wenn man nicht gerade ausrutscht oder sonst was, ne. Aber das war vorher wirklich ganz, ganz schlimm. Ich war sehr froh, als ich von dieser Änderung gelesen und auch als ich das erste Mal gespielt habe, fand ich ca. 10 Milliarden mal besser, so über den Daumen gepeilt, ne. Kann das gut sein. Prozentmäßig. Sieht das wieder ganz gut aus. Wir müssen jetzt nur aufpassen, wo sie diesen Affix gleich triggern. Vielleicht die Gruppe gleich schon mal so positionieren. Wir so ein bisschen auch out of sight. Denn die nächsten Prozente dürften nicht lange auf sich warten lassen. Ja, die Position ist gar nicht so schlecht. Ne? Guck mal, hier haben sie schön in der Ecke Platz, um da wieder alles schön auf den Kopf zu geben. Oder einmal frei ein bisschen Sideblock, vielleicht auch über den Baum da. Ansonsten Blutschattens Griff wird ready sein. Jawohl, Todesgestoß sowieso. Todesgriff bis dahin sicherlich auch. Und von daher keine großen Probleme hier für unsere Gruppe. Hoffentlich. Ja? Es sei denn, gucke da, die Bananen, sie fliegen wieder. Ist das nervig? Guck mal, die lag noch gar nicht, ist ja schon ausgerutscht. Habt ihr gesehen, da links gerade bei unserem Hexer. Freunde, diese Banane da, der nächste wieder, Junge, es ist einfach nicht schön. Es ist nicht schön. Und wir sehen, obwohl sie Infight sind, ne, Prozente geknackt, zack, und schon kommen hier unsere schröpfenden Freunde. Denn nichts mit singendem, klingenden Bäumchen, nichts mit dem Urmel in der Höhle, sondern nur böse Geister, die euren Anus vergolden und dann abreißen wollen, ja, um sich den schön über ihren Geisterkamin zu hängen. So, da kam noch der Carsten Sauer um die Ecke, ja wohl rangezogen. Und hier wieder so ein Moment, wo er aufpassen muss, ne, dass er die zwar zieht, natürlich um die Void nicht mitzunehmen, und den Schurken da jetzt auch nicht irgendwie depressiv zu machen, indem er keinen Schaden drücken kann, weil er nicht rankommt an die Mobs, aber trotzdem in diesem Feuer regen lassen. Ne? Wir sehen das unterschiedlich bei den Hexern. Schön, der eine hat grünes Feuer, der andere rotes. Ja? AOE, Wollust ist einfach am Start. Ich finde es sehr schön zu sehen, wie gering die Dots doch auf unserem Tank gehalten werden. Ja, der Dispel, der ist auf jeden Fall da. Die Antimagische natürlich auch ein nervöser Finger dran. Ganz wichtig sowieso auch bei den vulkanischen Affix, ja. Um das mal ins Gedächtnis zu rufen, da kann man auch als DK, auch als Tank mal verkacken. Und gucke hier, Grüße gehen raus an Dennis an dieser Stelle. Shroud ist da. Tolle Sache, Freunde. Aufpassen bei diesem Mob. Ja, denn wenn man den Boss pullt, das kann man machen, um den zu resetten kurz, ne. Um dann zu verhindern, dass der jetzt hier dazu gepullt wird und so. Wenn man den Boss aggroht, dann kommen alle drei Mobgruppen in diesem Raum auf euch zugerannt. Deswegen lieber Obacht, die Pferdetypen, die das hier verstärken, ne? Dann vielleicht ein blöd getimter, wenn man andere Prozente im Kopf hat oder so ein blöd getimter, ausgelöster, schröpfender Affix und so weiter. Freunde, das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Wir sehen jetzt hier trampeln, zack, einwandfrei mal da umgeholzt, ne? Bisschen in die Fresse. Nervige Kollegen vorne mit diesen Pferden. Ne? Und das Pferd, guck mal, das hat auch gar keinen Bock. Das macht gar nichts, steht einfach nur da und kriegt ihr in die Fresse. Guck mal, Herzstoß, Pferd, werd mal größer, ihr Pferd hat keinen Bock, ne? Guck dir das an da. Oh, jetzt wird's mal, jetzt wird's abhauen, weißt du, aber nichts ist, nein, du musst hier sterben, du musst untergehen, weißt du, das Pferd. Es wollte sich heute einfach nur eine Wohnung angucken. Und dann fing der Tag an, dass über eine tote, verbrannte Oma-Leiche gestolpert ist, weißt du, und dann noch in Bananen ausgerutscht, das willst du nicht. Das willst du auch als Pferd nicht, Freunde, ganz im Ernst. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ja. Weswegen Kolkras hier ab und zu auch mal so ein bisschen die Flucht antritt. Wir sehen das da, die Mobs werden so verstärkt und wir haben ja auch noch unseren wütenden Affix, ja. Nicht nur irgendein anstachelnder Schrei, nicht nur irgendwelche Azurit verstärken, wir sehen das da unten auch, ne. Der Mob nicht nur gebufft mit diesem Schildbonus von unserem guten Aschenwind-Kommandanten auf seinem Pferd, sondern der kann auch so noch sich ein bisschen Azurit dazu haben. Schön mit dem Ring des Friedens da wieder vom Monk dazugeaddet, wenn man so will. Dazugeholt hier. Schöner Kick in seine Phrase. Einwandfreies Play, liebe Leute. Das ist einfach nicht geil. Ja? Und dann auch wütend Freunde. Also, da hast du keinen Bock. Auch als DK nicht. Ja, da bist du froh um jeden Match, der da mal eine Frostnova, einen Kältekegel oder sonst was mit reinhämmert. Er hat auch hier geskillt, wir sehen das. Um so ein bisschen zusätzlich zu slowen. Natürlich auch über den Herzschuss haben wir vorhin ja gesehen. Ne? Das geht auch. Aber da haben viele Mobs auch keinen Bock drauf. Ne?
Da haben die einfach keinen Bock drauf. So Slow-Effekte und Snare-Effekte. Wir sind jetzt hier Totenverfall. Jetzt sehen wir es gerade eben nicht. Deswegen habe ich den Gedanken nochmal abgeändert. Totenverfall auch geskillt, dass das slowt. Ja, ganz wichtig zum Kiten in solchen Dungeons. Guckt euch das an. Ihr Vampirblut jetzt nochmal angeworfen. Ne? Bonus Heilung, Bonus Leben. Ansonsten kriegst du dir einfach so in die Fresse. Das kriegst du auch mit Hard-CDs nicht immer so einfach gegengeheilt. Ja, darum lieber Soft-CD als Tank mit dazu. Jetzt können sie ihn eigentlich pullen und resetten, machen es aber nicht. Okay, sie holen sich so in die Gruppe. Machen sie die da? Nein, er wird die mitnehmen, oder? Jawohl, da sind auch zwei Ranges dabei. Guck mal, wie galant und exorbitant easy hier diese Mobs mit dazugeholt werden. Und, Freunde, wir nähern uns den 100%, wenn die tot sind. Das heißt, wir wissen, ne, was abgeht, Freunde. Wir sehen schon, die Geister scharren schon mit den Hufen. Die haben nämlich richtig dolle Bock. So, ich finde die Waffen von unserem Schurken auch sehr schön. Guck mal, ich sehe die gar nicht so richtig. Was ist das? Was sind das für Dinger? Was ist das, von Meucheln hier irgendwie, Mage Tower oder so? Ich kann das gar nicht richtig sehen, ne? Unser Schurke, das ist ein guter Schurken, ne? Am besten sieht man die gar nicht. Also im Damage später schon, das wäre nicht schlecht und das kann unser Kollege hier auch, das sehen wir ganz, ganz klar. Aber, man sieht zu wenig von den Kollegen, ne? Man sieht zu wenig von den Kollegen, liebe Leute. Was ich aber sehr schön finde, wenn wir von Damage sprechen, wir sehen unten, ja, egal wie angespannt die Heilsituation oder ob wütend, vulkanisch oder nicht, unser Heiler hat immer ein Wörtchen mitzureden. Ja, und wenn es nur ein bisschen ist, gerade bei sowas, gerade bei wütend, ja, kann es das Tankleben retten, wenn so ein verstärkter Mob mit 100%, mit 1000% mehr Schaden in dein Ghetto kracht, ja, dann kann es wirklich helfen, da jedes Mühleben wegzuballern. Deswegen hier, ne, sobald die Chance da ist, sobald er den Stun auch sieht vom Hexer damit Schatten vor und weiß, jetzt kann außer ein paar Dots kein Schaden reinkommen und davon haben wir hier nicht viele, dann ist er dabei mit seinem AOE. Ja, und das ist wunderbar. Hatten wir auch in den letzten Replays auch mit Druide und Co. Ne, einwandfrei Katzengestalt ran. Und gib ihm. So, ein bisschen Kite-Elemente mit drin, ne? Die Hexer weinen jetzt natürlich leise. Unser Schurke hat für diesen Affig sicherlich auch, sonst habe ich das in den letzten Replays sehr selten gesehen, den blutroten Sturm mitgeskillt. Ne? Das ist eine Kombo-Punkte verbrauchende Fähigkeit, die auch im AOE Schaden verursacht und zwar vor allem über Blutungseffekte logischerweise auch. Je länger, je mehr Schaden, je mehr Kombo-Punkte. Ja, und solche Sachen, so ein bisschen mehr AOE, das ist natürlich generell sowieso geil, auch bei Verstärkt, auch bei sowas wie Wimmelnd und Co. Aber natürlich auch bei diesem schröpfenden Affig-Szene aufwärts, ja, ist es natürlich super, sich sicher sein zu können, dass die Gruppe auch AOE mäßig am Start ist. So, nächster Boss auf Tyrannisch, nervig, aber, naja, Movement und dann geht das nach vorne. Ja, also das sollte eigentlich für unsere Gruppe hier, denke ich, kein Problem sein, es sei denn, hier liegt jetzt noch die ein oder andere Banane rum, dann kann man sich das schwer tun, ansonsten tank hier wunderbar, guck mal, perfekt, auf den Zentimeter genau einfach sidegesteppt, keinen Schaden bekommen und da kann dann sauber die nächste Welle nach vorne abgelegt werden, gar nicht der Fall, Antimagische gezogen, jawohl, um sämtlichen Schaden über das Laufen da zu negieren, zack, das Ganze wird wieder weggespült und es geht von vorne los, jetzt muss man aufpassen, da, liebe Leute, holy shit, wollte ich sagen, denn oft ist es so, dass der Tank es nicht schafft, den Boss dann sofort umzudrehen nach dieser Phase, aber der Boss hat Bock, direkt wieder seine hereinbrechende Flut nach vorne zu kanalisieren, beziehungsweise einfach rauszulassen, ja, Junge, der arme Mann hier hat jahrelang angestaut, seine Flut, zack, das muss alles raus, und dann müssen sie natürlich schauen, wie sie den dann positionieren, Junge, es ist ja aber, es wird auch gerne knapp gespielt, ne, es wird ja gern so last-second-mäßig rausgesteppt, Freunde, muss man dazu sagen, hinten, wenn ich den Vulkan da sehe, ne, da sind sich wirklich sehr sicher, dass sie da richtig stehen und oder den Schaden taken können, und das Überleben. Ja, das ist letztendlich natürlich auch nichts anderes als Übungssache, muss man sagen. Ja, wie Schach. Ist Schach jetzt Denk- oder Übungssport? Schwierige Geschichte. Ja, schwierige Geschichte. Ich kann euch jetzt noch, seit Jahren zwar, sind die nicht mehr ganz so aktiv dabei, aber jetzt noch kann ich euch 3 bis 10 Guildmitglieder nennen, die bei dieser Frage getriggert aus dem Fenster springen. So, nächste Flut kommt. Schöner Seestern da. Mode-Accessoire am Start oder einwandfrei. Mal sehen, wann wir das auf irgendeiner Fashion Week begutachten können. Und ansonsten, dieser Boss eigentlich, na, ich sag mal, von den Void-Effekten her, ein gutes Warm-up für den Endboss, weil der auf Tyrannisch, das ist nicht schön. Das ist wirklich einfach gar nicht schön. Der hier ist höchstens nervig, ja, weil du musst dich konzentrieren, klar, und wir wissen, du kannst perfekt spielen, wie du willst. Wir sind halt keine Bots, wir sind keine Maschinen, hoffe ich zumindest, ja. Ich guck noch mal kurz eine Runde ritzen, ja, good old Emo-Style. Ansonsten müsste da eigentlich Blut rauskommen, ne? Wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr diesen Kommentar, der jetzt kommt, nicht auf euch beziehen, aber grundsätzlich, je länger der Bosskampf geht, ja, je länger die Zeitkoordinate, Freunde, umso höher wird mit der Zeit natürlich auch eine Fehlerwahrscheinlichkeit und dementsprechend ist Tyrannisch natürlich immer jederzeit ein möglicher Genickbrecher. Ja, das ist einfach so. Obacht ist geboten. Jetzt legt das Messer weg, Mensch. Glaubt mir, ihr seid keine Bots. Meine Güte. Oder das wieder. Liebe Leute. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das merkt man aber auch. Nein, ihr müsst euch jetzt nicht aufschneiden, Leute. Macht das nicht. Legt das wieder weg, Mensch. Es gibt keinen Todesstoß, IRL, um dem, ja, oh, gegenzubeugen. Freunde, gucke hier was. Ich sollte aufhören, über Ritzen, Blut und Tod zu reden, glaube ich. Die nehmen das hier sonst ein bisschen ernst, unsere Gruppe. Das wäre nicht so schön, ne? So, die Void schon mal gecheckt, ne? Was ist hier mit den Voids? Beim Endboss kann man die taken, kann man nicht. Zack, er ist ja von der Schippe springen getriggert, Junge, und fast hier den nächsten Tod kassiert. 7 Minuten haben sie.
Das muss reichen. Das muss reichen. Also der Boss wird dauern. Der nimmt einiges an Zeit auf jeden Fall in Anspruch. Ja, aber 7 Minuten, das sollte, oder jetzt dick über 6, das sollte funktionieren. Tank natürlich immer, es sei denn, es ist kein Star, aber auf Tyrannisch dürfte das eine Wunschsituation sein. Immer an das Verwüster-Tentakel, an diesen verwüstenden Schrecken. Wenn das nicht der Fall ist und man steht woanders, dann smasht das Ding AOE aus der Hölle auf den Boden. Ne? So ein bisschen wie auch die Tentakel, die wir bei Helia zum Beispiel im Sehenschund hatten zu Legion. Und das ist natürlich nicht schön. Deswegen entweder hier so viel Burst dabei, dass es die Gruppe schafft, ja, ganz, ganz schnell hier den Soldaten, den kultiranischen Ingenieur oder was es ist, zu befreien aus dem Tentakel. Ansonsten wirklich immer mit Fokus oder zumindest maximalen Cleave, ja, auf diese verwüstenden Tentakel, auf diesen verwüstenden Schrecken, denn wir sehen hier, wie schnell das zweite eben kam und logischerweise unser Tank, das ist auch kein DD-Monk, der hier irgendwie Sturm, Erde und Feuer sich aufsplitten kann, ja. Denn der muss dann schon zum nächsten. Ja, wenn das nicht passiert, dann kann das ja schnell sehr blöd laufen. Und dann hast du hier mehrere Tentakel, kannst du überall sein. Zack, AOE-Smash aus der Hölle und auf Wiedersehen Gruppe. Deswegen muss man es hier schaffen, den Schaden so zu koordinieren und sich selbst auch richtig einzuschätzen als DD, dass man weiß, wann man hier auf welchen geht. Denn man kommt im Boss natürlich auch nicht voran, wenn das Tentakel mit dem Ingenieur ewig lebt. Ja, wenn man logischerweise diese Kanone nicht hinbekommt, die ja dreimal gezündet werden muss an den jeweiligen Positionen. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht es natürlich auch nicht nach vorne. So, nächster Schrecken, der muss jetzt umgehauen werden nebenbei. Am besten schon mal mit der Kanone schießen. Ja, boah, oh, gucke da, wie gelenkig die ist, Junge. Einwandfrei. Schönes Ding. Schönes Ding. Und jetzt den Schrecken, der geht jetzt down. Jawohl. Und jetzt ab zum nächsten Ziel. Vorne im Wasser davon auch nicht zu lange verweilen, ne? Sonst fressen einen die Fische. Das will man natürlich auch nicht. Und hier wieder Tank an das Tentakel natürlich. Einwandfrei. Kochendes Blut mitgezogen als Ork-Volksfähigkeit. Ein bisschen Angriffskraft dazu halt. Natürlich auch Todesstoß mehr. Und wir haben ja eben gelernt, dass jedes kleine bisschen hier helfen kann. Vor allem bei so einer Art kleinem Damage-Race. Ja, auch Tentakel nach Tentakel. Da muss wirklich alles passen. Und wir stellen uns vor, dass die Gruppe natürlich gerade, obwohl das schon sehr gut aussieht und mir sehr gut gefällt, was ich sehe, nicht mal ihre Bestleistung bringen kann in Sachen Schaden und Co. Denn die Vulkane und so weiter lassen natürlich die Hexer nach wie vor ordentlich schwitzen vorne. So, Tentakel hier einfach mal gestunt. Nö, nichts hier mit zerschmettern und gucken. Kann man auch dodgen. Wir sehen, wenn die rot leuchten, casten die das dann einfach vorne. Also, was heißt vorne? Nicht vor ihnen stehen, besser gesagt. Dann kriegt man auch als Tank dort tatsächlich keinen Schaden. Wir sehen immer schön die Chaosblitze mit drauf, ne, diverse Feuereffekte. Und das muss auch so sein, denn wir sehen, zack, das Ding ist gerade down. Zack, hinten das nächste. Ja, da muss man eben wirklich aufpassen, dass man hier als Tank natürlich das Ganze im Auge behält und das Ganze im Auge hat. Aber natürlich auch, dass man als CD eben schaut, dass man hier keinen der Gruppenmitglieder alleine stehen lässt. So, mit tanzender Runenwaffe ja auch einwandfrei den Kollegen einfach so ein bisschen die Scheiße aus dem Leib pariert und da kommt noch das nächste und eigentlich müssten sie oder die Kanone, jawohl, wollte ich sagen, haben sie doch schon im Sack über 4 Minuten jetzt noch, sie haben hoffentlich auch noch Trommeln KR-mäßig dabei, dann sollte die dritte Phase da eigentlich locker und fluffig gespielt werden. BRs haben sie auch, Gesundheitssteine, also eigentlich dürfte hier jetzt nichts mehr schief gehen, es sei denn, es wird jetzt hier wieder blind getunnelt, wie man das kennt aus diversen Dungeons, Raids, random Sachen, PvP, ja, eigentlich weiß man, es ist ein Heiler da, aber man hat so einen blinden DPS-Flow auf andere Ziele gerade als CD, dass man einfach so einen Tunnelblick bekommt. Er hat gute alte Tunneln und das kann böse enden. Ja, hier im Dungeon, im PvP sowieso, wenn du den Heiler dann ignorierst, ja. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Situation, aber sieht so aus, als würde unsere Truppe das hier wunderbar hinkriegen. Jawohl, Kanone sah jetzt deutlich besser aus. Einmal repariert, schön dem guten, wie heißt er, Vingoth, ne, ins Maul geschossen und dann, oder Vigoth, nicht Vin, nicht mit Fangoth und so, sondern Vigoth. Man kennt ihn, einwandfreier Typ. Und jetzt können sie hier nochmal schön durchpowern und sollten das eigentlich easy geschafft haben hier. Schön in Time, sogar gut in Time, würde ich sagen. Also ich denke, das wird hier jetzt eigentlich kein Problem. Sie sollten jetzt nicht AFK gehen, jetzt wurden Trommeln gezogen. Jawohl, bisschen KR, bisschen Kampfrausch, Bonustempo für die ganze Gruppe, liebe Leute. Und dann sollte das jetzt hier definitiv gehen. Und hier kann man auch ein bisschen pokern, ne? Wenn man jetzt hier denkt, ach Mensch, wir schaffen den vielleicht noch in Time, können aber nicht aufs Tentakel switchen. Hier ist die Chance natürlich hoch, dass das zweite Tentakel hier mit vorne spawnt, ne, beim Tank. Deswegen können sie jetzt zum Beispiel, und ich glaube, sie machen es auch, oh, da hat sie jetzt noch 2 zerrissen. Liebe Leute, Obacht ist geboten, BR wurde einwandfrei, dass quasi das zweite Tentakel hier vorne auch mit beim Tank spawnt. Und das wäre natürlich schön, dann könnt ihr beide nehmen, ja, ohne Probleme, ohne AOE Super Smash Schaden, aber wir sehen, das kann auch anders ausgehen. Jetzt muss er in die Kanone gehen, weil es nicht der Fall war und sie haben es noch geschafft, aber schön war das eben nicht. Aber sie haben genau das getan, was ich gesagt habe. Sie haben nämlich diesmal nicht dem Tank geholfen mit dem verwüstenden Tentakel, sondern haben hinten eben auf dieses Packende getunnelt, um schnell den Ingenieur rauszukriegen mit Kampfrausch. Aber das zweite verwüstende Tentakel ist hinten bei ihnen gespawnt, heißt, das sucht sich dann logischerweise nicht den Tank irgendwo vorne als Ziel, sondern einen anderen, ja, Melee und Heiler, bam, 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 und die stecken solche Schläge natürlich weniger gut weg als ein Tank. Ja, trotzdem geschafft, aber Risikoplay ist da. Ah, eine Waffe Tempo, eine Vielseitigkeit, ne? Warum nicht beides, Digga? Leider kein Dream. Sehr schöne Runde, ich bedanke mich fürs Zusehen und zu schicken. Bis dahin, Freunde, macht's gut. Tschüss.